Hallo und Weltmannsheil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hunt, Cook & Grill. In dieser Folge möchte ich euch einen neuen Ausrüstungsgegenstand vorstellen. Der ist mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden von der Firma wildgeigen.de. Und das ist der Wildgeigen. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch in dieser Folge. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, der Wildgeigen besteht aus zwei Teilen. Das ist hier einmal der Bergegurt, den seht ihr hier. Und dann haben wir einmal den eigentlichen Wildgeigen. Und das ist eine Bergehilfe und gleichzeitig auch eine Zervierkhilfe, falls ihr mal im Revier aufbrechen müsst. Und wenn ihr im Revier aufbrechen müsst und keine Wildkammer in der Nähe habt, so wie ich, dann ist es sinnvoll, das Ganze im Hängen zu machen. Und dabei hilft euch der Wildgeigen total. Zum Bergen vom Wild kann man diese Zange einfach öffnen, indem man diese Schraube hier ein wenig löst. Und dann macht man das Ganze an dem Träger des erlegten Stückes fest. Hier in dem Fall ein Schmalreh, das ich heute Morgen erlegen konnte. Dann hakt man hier hinten den Bergegurt ein. Und das Ganze sitzt jetzt bombenfest und ich kann ohne Probleme das erlegte Stück bergen. Ja, ein ganz großer Vorteil ist, man ist ja im Revier meistens auch mit Ausrüstung unterwegs. Ihr seht, ich habe hier eine kleine Tasche dabei, mein Fernglas, meine Waffe. Und da ist das einfach ein praktisches Gerät. Hier bei dem Stück reicht es einfach, wenn ich hier in diese praktische Handschlaufe reingehe mit meiner Hand und das Stück dann ziehen kann. Wenn ich ein schwereres oder stärkeres Stück habe, dann kann ich hier diesen Gurt auch umlegen, kann gleichzeitig hier noch mit der Hand halten und dann kann ich auch eine schwere Sau oder ein schweres Stück Wild bequem bergen, alleine oder zu zweit über längere Distanzen. Und das ist wirklich total praktisch. Das aus meiner Sicht praktischste Feature an diesem Gerät ist die Funktion als Aufbrechhilfe. Und zwar mache ich hier einfach Folgendes. Ich drehe diese Schraube hier raus. Und hier oben ist auch nochmal ein Gewinde. Und da setze ich diese Schraube einfach ein und kann das dann einfach umklappen. Und habe jetzt hier, wie ich finde, einen wirklich praktischen Wildgeigen, wo ich das Wild je nach Größe und je nach Stärke auch vernünftig aufhängen kann. Dazu ziehe ich mir jetzt hier den Karabiner durch. Und dann mache ich hier meinen gewohnten Schnitt an den Hinterläufen und kann jetzt hier meinen Wildgeigen total einfach einhaken und jetzt an einem Hochsitz oder an einem Ast das Stück hochziehen und ganz einfach im Revier aufbrechen. An dieser Stelle könnt ihr das Stück jetzt einfach aufbrechen oder ich könnte es jetzt auch hier aufbrechen. Ich tue es aber nicht, weil wir haben in 10 Minuten Fahrzeit eine vernünftige Wildkammer mit einer sehr guten Ausstattung zur Verfügung. Und an dieser Stelle ist es unnötig und aus wildbretthygienischer Sicht macht es keinen Sinn. Ich habe jetzt wenige Minuten Zeit verloren, dadurch, dass ich hier das Filmchen gedreht habe. Und es ist also noch genügend Zeit, den Wildkörper vernünftig zu versorgen in vernünftigen hygienischen Bedingungen. Ja? Und das sollte man auch immer, wenn man die Möglichkeit hat, tun. Wenn ihr die Möglichkeit nicht habt, weil ihr sehr weit vom Auto in unwegsamem Gelände seid, ist das hier eine total praktische Hilfe, um das Wild im Revier aufzubrechen. Und neben dem Aufbrechen der Wildkammer ziehe ich das Aufbrechen hängend mit dem Haupt nach unten immer vor, weil es einfach viel hygienischer ist und ja, ihr tut eurem Wildbret und der Wildbretqualität damit einen sehr großen Gefallen. Ich kann ringeln, ich breche das Stück in der Wildkammer auf und da fahren wir jetzt auch hin und dann zeige ich euch trotzdem, wie das da oben mit dem Wildgeigen funktioniert. So würde man es im Revier machen, aber ich bleibe an dieser Stelle meinem Prinzip treu und wir fahren jetzt in die Wildkammer. Außerdem fängt es gerade an zu regnen und da ich nicht nass werden möchte, sehen wir uns gleich in der Wildkammer wieder.
Dieser Wildgalgen ist aus vielen Gründen noch sehr, sehr praktisch. Ja? Und zwar ist er super klein im Packmaß. Ich habe zur Jagd immer so eine kleine Bauchtasche dabei. Hier kann ich einfach mein Wildbergesystem verstauen. Das nimmt kaum Platz weg. Das passt in jeden Jagdrucksack und es ist halt relativ leicht zu transportieren. Und wie ich finde, eine super praktische Sache. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch diesen nützlichen Helfer ein wenig näher bringen. Mir hat das Ganze eine ganze Menge Spaß gemacht und der wird auf jeden Fall einen festen Platz in meiner Ausrüstung finden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir einen freundlichen Kommentar da, einen Daumen nach oben. Über ein Abo von diesem Kanal hier würde ich mich sehr freuen. Macht's gut und weit mein Zeil!